Hallo zusammen, herzlich willkommen. Heute geht es um den Samsung Q7F in der 55 Zoll Variante. Den habe ich mir letztens im Alternate Zack Zack Deal für unglaubliche 1300 Euro geschossen. Ja, immer noch eine Menge Geld, aber wenn man bedenkt, dass der typische Preis bei etwa 1600 bis 2000 Euro liegt, ist das letztendlich ein richtig gutes Angebot gewesen. Samsung Q7F, den schauen wir uns heute an. Damit wünsche ich euch viel Spaß. Let's go! Die Samsung QLED-Serie ist eine Weiterentwicklung der SUHD-KS-Serie von 2016 und so besitzen die QLED-Geräte eine Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung, die über die Quantenpunkte Quantum Dots verbessert wird. Das Resultat sind deutlich bessere Farben und ein erweitertes Farbspektrum und Samsung setzt bei dem Q7F auf ein VA-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, nativen 100 Hz und einer UHD-Auflösung, sprich 3840x2160 Pixel. Mit einem PQI Picture Quality Index von 3100 setzt sich der Q7F von den Mainstream-Geräten wie der MU-Serie deutlich ab. Der Picture Quality Index bezieht sich auf Farbraum und Farbvolumen. Das sind zwei relativ interessante, aber auch sehr trockene Themen, deswegen würde ich sagen, belasse ich es einfach dabei. Und vor dem Kauf habe ich mich etwa 2 Monate mit diesem Gerät auseinandergesetzt und da ist hier und da eigentlich immer wieder so ein negativer Aspekt aufgeploppt und das ist in dem Fall die Blickwinkelstabilität. Mein Gerät ist optimal zur Couch ausgerichtet und ob ich nun einen Meter weiter links oder rechts sitze, ist dann vollkommen egal. Das Bild bleibt für mich persönlich unverändert. Blickwinkelstabilität schön und gut, lasst euch da aber nicht zu sehr vom Kauf hindern. Wenn das Gerät einmal zentral im Wohnzimmer positioniert wird, zum Beispiel auf einer TV-Bank und sich dann wiederum unmittelbar davor die Couch befindet, ist das Thema dann irgendwie nicht weiter relevant. Mit einem Kontrast von 4700:1 und einer Spitzenhelligkeit von 1180 Candela pro Quadratmeter ist der Q7F super aufgestellt. Teilweise war mir persönlich das Bild allerdings schon zu hell. Natürlich ist der Q7F in der Lage, HDR-Content darzustellen, sofern dann überhaupt Medien mit HDR existieren. Netflix und Amazon bieten bereits einige native 4K HDR-Medien an. Unabhängig davon lässt sich HDR auch ohne HDR-Content aktivieren und mit den entsprechenden Medien in UHD, ganz ehrlich, ich finde es auch mal eine ganze Ecke geiler. Da scheinen sich natürlich auch nun die Geister, ob das nun so viel bringt, aber ich für meinen Teil muss ich wirklich sagen, ich kann hier deutlich den Unterschied erkennen und das Bild ist einfach nochmal eine ganze Ecke geiler und wird auf ein deutlich höheres Niveau angehoben. Wo sich ebenfalls die Geister scheinen, ist der Kauf online oder bei einem Local. Weiterführende Links sind natürlich nochmal in der Videobeschreibung definiert. Der Samsung Q7F basiert auf den Tizen OS und läuft insgesamt sehr flüssig und bisher konnte ich bei meinem Modell noch nicht einen einzigen Bug finden und im Vergleich zur früheren SUHD-Serie von 2016 wurde das Tizen OS optisch noch etwas verändert, die Oberfläche ist modern und einfach aufgebaut und zum Glück braucht es für die Bedienung des TVs kein extra vorher abgeschlossenes Studium. Wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich bei dem Q7F um ein Gerät der Premium-Klasse und das verdeutlicht auch die Haptik und der Aufbau des Geräts. Slim Bezel und der edle Standfuß machen den Q7F unglaublich schön und elegant. Auch die Fernbedienung verdeutlicht das, denn die liegt einfach super in der Hand und macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Wer natürlich jetzt schon sagt, dass die 55 Zoll Variante einfach zu groß ist bzw. zu klein, dem sei gesagt, dass es das Gerät auch mit 49, 65 und 75 Zoll gibt und das Q7F bzw. das F in dieser Bezeichnung steht dafür, dass es sich hierbei um ein Flat-Gerät handelt. Es gibt das Gerät auch als Curve-Gerät und dann nennt sich das Ganze Q7C. Was ich ebenfalls sehr geil finde, ist der Standfuß mit dessen Kabelmanagementsystem und so gibt es letztendlich nur noch 2 Kabel. Strom und das One Connect Kabel müssen zum Fernseher und der Rest läuft einfach mal komplett über die One Connect Box, die sich im Gegensatz zur früheren Version nochmal deutlich gebessert hat. Sämtliche Bild- und Tonsignale gehen über ein im Querschnitt sehr kleines Kabel und so braucht die Connect Box zusätzlich Strom, denn dafür ist das Kabel schlichtweg zu klein. An der Box gibt es 4x HDMI, 3x USB, Toslink und den Ethernet-Port, der bei früheren Geräten bzw. Boxen immer noch am TV war, was letztendlich kompletter Schwachsinn war. Und ansonsten gibt es noch den CI-Slot für HD-Plus-Karten. Kopfhöreranschluss? Leider nein, aber genau diesen brauche ich in dem Fall, weil die 40 Watt Lautsprecher, die in dem Fall bei diesem Gerät verbaut sind, sind für die große Masse okay, aber für mich persönlich überhaupt nicht. Und deswegen brauche ich nochmal zusätzlich einen Toslink bzw. optischen Adapter auf Klinke und das funktioniert in dem Fall auch reibungslos. Deswegen kann ich in dem Fall auch darüber hinwegsehen, dass das Gerät einfach mal keinen Kopfhöreranschluss mehr bietet. Ansonsten nutze ich den Q7F in Verbindung mit der Xbox One zum Zocken. Das macht einfach mega Laune, gerade auf diesen riesigen großen Screen chillig auf der Couch zu gammeln und Gas zu geben. Need for Speed ist ein sehr farbenfrohes Spiel und die Farben kommen einfach super gut zur Geltung. Und fährst du quer, siehst du mehr. Ich könnte einfach den ganzen Tag nur driften. Und ja, Need for Speed ist einfach derzeit eines meiner Lieblingsspiele und seit langem wieder mal ein echt gutes NFS.
Falls ich denn doch mal die Reifen genug zum Qualm gebracht habe und einfach mal keine Lust mehr habe, erfolgt Streaming im Netzwerk via DLNA. Insbesondere Filme in UHD und Full HD sehen in dem Fall echt gut aus. Typisches TV-Schauen ist natürlich auch dabei und somit eine Mischung aus Full HD und UHD 4K-Content. Des Weiteren war das Bild ab Werk gar nicht so schlecht eingestellt, eigentlich nur ein bisschen zu hell und ein bisschen zu warm. Die Einstellungen dazu, die ich persönlich jetzt nach 3 Wochen für mich festgelegt habe, sind in dem Fall natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung definiert. Falls du jetzt genau danach gesucht hast oder einfach mal das Ganze interessenshalber wissen möchtest. Der Samsung Q7F ist in der 55 Zoll Variante für mich persönlich das optimale Gerät, im Grunde das perfekte Gerät. Letztendlich habe ich bisher nur einen einzigen negativen Aspekt gefunden und ich weiß irgendwie nicht, ob das normal ist oder nicht. Und zwar wird die Connect Box oder die One Connect Box, die einfach bei mir unten in diesem Sideboard liegt, einfach unglaublich heiß. Wenn ich das Gerät einfach mal ausschalte und dann anfassen möchte, ist wirklich schon eine Art Verbrennungsgefahr bestehend und das ist halt irgendwie nicht so sinnvoll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das normal ist bzw. unnormal. Bisher funktioniert alles. Wer sich jetzt fragt, ob ein Upgrade von einem bestehenden KS-Gerät von 2016 auf dieses 2017er Gerät Q7F irgendwie lohnenswert ist, der ist in dem Fall bei diesem Gerät an der falschen Adresse, denn ein solches Upgrade lohnt sich aus technischen Gründen einfach derzeit nicht. Ich selbst besitze zwar kein KS-Gerät von 2016, sondern mein Vater und deswegen konnte ich auch hier wieder einmal den Vergleich ziehen zwischen einem Vorgängermodell und dem aktuellen Modell aus 2017 und die technischen Unterschiede sind einfach zu gering. Bis auf das Tizen OS ist das Ganze ein bisschen anders, aber letztendlich ist dieses Upgrade einfach nicht lohnenswert bzw. auch nicht sinnvoll. Für mich persönlich hat sich der Switch von einem älteren F6500 Gerät mit 46 Zoll auf dieses 55 Zoll Gerät mit HDR, UHD, nativen 100Hz Panel auf jeden Fall gelohnt und deswegen muss ich ganz klar sagen, ich liebe das Gerät. Falls sich jemand fragt, was das übrigens hier für Videomaterial ist, was im Hintergrund bzw. auch im Test immer so lief, ist in dem Fall ja Bildmaterial von dem Channel Stock Footage. Der Link dazu zum Channel ist in der Videobeschreibung verlinkt und damit, meine Freunde, sind wir durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns damit im nächsten Video wieder. Das steht natürlich ganz klein in den Startlöchern und bis dahin noch eine entspannte Hardwarezeit. Bis neulich und ganz genau. Ciao!